Weißt du? Ich glaube ja, ne? Moin, Leute. Ja. Nichts Wichtiges. Oder vielleicht doch. Moment. Da ist der Kalle. Hi Kalle. So, wir sind ja noch hier alleine unterwegs, der Karl-Heinz und ich. Frauchen kommt erst heute Abend aus ihrem Kurztrip da wieder zurück. Oha, was haben wir jetzt? Hat irgendwas weggeschleppt. An die Ostsee. Ach, da müssen wir uns hier die Zeit vertreiben. Hab eben den Wahlkampfabschluss der AfD in Erfurt, Thüringen gesehen. Ja. Also mal abgesehen davon, dass mich das in meinem Alter gar nicht mehr tangiert. Schon gar nicht hier in unserer schönen Umgebung. Ist natürlich das Hauptthema ist ja immer Migration. Heißt das nichts gegen die AfD, sondern das ist ja Hauptthema bei allen anderen Parteien auch. So. Machen wir uns mal ganz dumm. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Migration. Wie klingt das? Das klingt irgendwie gut, ne? Das hat so was Episches. Ein Migrant, ein Migrationshintergrund, Migration. Kommt natürlich aus dem Lateinischen wie alles Mögliche. Migrare. Oder der Migrant. Was ist denn ein Migrant? Gucken wir mal bei Wiki, du lügst schon. Migrant. Das lateinische Verb migrare bedeutet mit seiner Habe und so weiter nach einem anderen Orte ziehen, um da zu wohnen. Komma. Wegziehen, ausziehen, übersiedeln. Ist ein unpräziser Begriff für eine Migrant ist ein unpräziser Begriff für eine Person, die ihren Lebensmittelpunkt verlegt. Also, guck mal unter Migrant. Wiki, du lügst schon. So. Also hat überhaupt nichts mit Flüchtling oder so zu tun, ne? Ich dachte immer, es müsste so quasi ein Fluchtgrund geben, der dann den Flüchtigen dazu treibt, seine alte Heimat verlassen zu müssen, weil er da eben bedroht ist. Auf Leib und Leben oder was auch immer. Also das hätte ich immer so gedacht, aber das steckt in dem Wort Migrant oder Migrare gar nicht drin. Ne? Dann müssten die nämlich ein anderes Wort wählen. Dann müssten die das Wort Fugere wählen. Lateinisch. Fugere heißt nämlich wirklich flüchten, entfliehen, entfleuchen und so weiter. Ja? Dann müsste man eigentlich von Fuganten sprechen oder von Fugation. Ja? Aber das klingt nicht so schön. Migrant, migrieren, Migration. Von mir auch Remigration klingt irgendwie. Das ist so akustisch hier so, ne? Musikalisch klingt das besser. Also, ja, gut. Lassen wir mal. Die werden das alle nicht ändern. Das ist nicht mehr zu ändern. Mit. Auch was die Blauen sich da vorstellen, vergiss es.
Aber trotzdem bin ich gespannt, was da morgen bei rauskommt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was da morgen entsteht für ein Konglomerat aus Parteien. Ich bin gespannt. Also für mich macht das nur noch Spaß. Ich kann mich da auch gar nicht mehr bösartig drüber aufregen. Ich kann ja eh nichts dran ändern. Und großartig werden die auch nichts dran ändern können. Es ist halt wieder so ein Spiel, ne? Jo. Ach, das wird schon irgendwie, ne? Glaubt ihr denn, dass die AfD da in einem von den beiden morgen zur Wahl stehenden Bundesländern die Regierungsverantwortung erlangen könnte? Glaubt ihr das? Könnte vielleicht ja, aber wird mit Sicherheit nicht. Also. Okay. Trotzdem, geht morgen zur Wahl, macht euer Denkzettelkreuzchen und gut. Ich bin ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, fast so ein bisschen auf dem libertären Trip von Markus Krall. Weil ich glaube, nicht, dass es mit dem Kreuz alleine getan sein wird. Ich glaube wirklich, dass es noch ganz tief runter geht und dass wir uns dann wieder da hocharbeiten müssen. Und vielleicht auch können, aber das betrifft dann mich nicht mehr. Also, ich bin da raus. Könnte jetzt mich auch drüber, könnte auch über mich herfallen, aber ist mir egal. So, mehr wollte ich gar nicht sagen. So, Mann, bin schon wieder viel zu lang hier. Gott, Heinz, mein Freund. Alles gut? Wollen wir gleich essen, wa? Jo. Ehe Frauchen wiederkommen, müssen wir satt sein, ne? Genau. Ich sag mal tschüss und melde mich ab. Bis morgen Abend, 18 Uhr, werden wir schon schlauer sein. Ich sitze vor dem Fernseher, ich bin gespannt.